Willkommen zurück, Leute, zu Let's Play Zelda The Wind Waker. Und wir befinden uns hier in der Kammer des Schreckens, im Vorhof zur Hölle. Oder wohl besser gesagt, im besiegt jeden Boss, den du schon mal besiegt hast, nochmal, weil es uns Spaß macht. Im Hintergrund seht ihr jetzt diese zwei Wappen, die da schon leuchten. Und die anderen beiden, die werden wir jetzt mal zum Leuchten bringen. Und dazu müssen wir jetzt, ich glaube hier, ich habe es vergessen, in welche Tür ich schon gegangen bin. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Ah, und fahre hier fast von der Brücke. Oh mein Gott. Das ist der Boss hier schon. Bam, bam. Gut, hinein. In das dunkle Verderben. Mal sehen, was uns hier erwartet. Oh nein, ich glaube, es ist der Wind Dungeon Reloaded. Ja, okay, das wird ein Spaß. Wir gucken mal, ob hier was Schönes drin ist. Herzen, yeah, das habe ich gesucht. Momentchen mal. Also, wo ist... Ah! Okay, ich muss hier erstmal hier einen Vogel töten. Meine Items gehen alle weg, wenn ich einen Raum betrete. Das ist doch echt zum verrückt werden. Komm her, Vogel. Ach so, ein Vogel hier. Wow! Okay. Das war der Vogel für diesen Raum, hoffe ich. Hier geht's tief runter. Hier will ich leider nicht runterfallen. So, ich nehme mal jetzt stark an, dass ich das hier benutzen muss. Oder gibt's hier noch irgendwas, was ich aktivieren muss? Nö. Ich fliege da jetzt einfach mal rüber und guck, wie weit ich komme. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich hier großartig noch machen muss. Ja, ihr könnt schon euch denken, welcher Boss denn wohl hier am Ende sein wird. Wo muss ich landen? Oh mein Gott! Nein! Durch die Mitte! Oh, ist ja geklappt. Boah! Werde ich hier gleich angegriffen! So! Stirb! Frechheit, was ist das für eine Begrüßung? Okay, ich bin jetzt irgendwie hier durchgekommen. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte, das geht jetzt irgendwie schwerer. Ah, und da können wir uns hochziehen mit unserem Enterhaken. So heißt er doch, ja. Dann machen wir das mal. Schön, dass Link immer so schön nach oben guckt, wenn da was ist. Yeah, und schon haben wir diesen Hof, Vorhof hier erledigt. Ach, ich habe keine Lust, durch diese Tür zu gehen. Das ist der schlimmste Boss in dem ganzen Spiel, finde ich. Der nervt mich so tierisch. Yeah, wir sind wieder in die Vergangenheit gereist anscheinend. Das ist so ein Retro-Raum hier. Eine Dimension, ein Tor zu einer anderen Dimension. Moment, was brauche ich hier? Das. Ja, wir haben jetzt alle Items, das liegt aber auch nur daran, dass wir die zu dem Zeitpunkt auch hier schon haben könnten. So, auf in den Kampf gegen dieses komische Wurmmonster. Ich hasse es, ich hasse es. Na los, komm raus. Ach, da bist du ja schon. So. Das müsste jetzt eigentlich schneller gehen, weil ja mein Masterschwert richtig stark geworden ist. Das magische Masterschwert. Das heißt nicht umsonst Masterschwert. So, jetzt komm. Ah, Hilfe, es erscheint unter mir. Ich werde hineingezogen in den Bann. Oh, und da kommen wieder seine Lakaien hier. Sterbt alle. So. Du auch. Komm her. Sprungattacke. Bam. Mann. So. Mann, es endet ja hier gar nicht. Egal, ich kümmere mich jetzt um den Hauptgegner hier. Bam. Ah, komm schon, ey. Bei allen war es zweimal nur, aber jetzt... Bei dem ist es dreimal natürlich. Hoffentlich kommt er jetzt nicht raus. Ah doch, er kommt raus. War ja klar, wo ich es jetzt gesagt habe. Naja, in der Zeit versuche ich mal. Autsch. Boah, ich sehe nichts hier, Mann. Verdammt, nein! Schnell weg. Oh, es ist wieder mal ein heißer Kampf hier. Unglaublich. Aber es macht überhaupt keinen Spaß. Ich hasse diesen Gegner. Mann, ich will nicht ihn angesehen. So, komm her. Stirb. Oh, das gibt's doch nicht. Der ist immer noch nicht down. Oh, kann man da nicht irgendwas machen? Gibt's da nicht was von Ratio Farm? Ich brauche eine Entwurmungskur. Oh, jetzt kommt er schon wieder raus. Ein fliegender Wurm. Rochen. Irgendwas. Oh, genau in seine Fresslinie hineingelaufen. So, schnell weg hier. Ja, es macht ja einen ja ganz heiser hier.
So, ich hoffe, ich setze jetzt zum letzten Mal an. Komm schon, komm schon. Na, endlich ist er down. Oh, das war so ein Stress. Haha, Leute. Und dann leuchtet auch schon das dritte Wappen im Bunde. Oh, wow. Wir können ja übrigens da hinten an der Position der Wappen können wir auch die Position der Bosse hier eigentlich festlegen. Habe ich gar nicht gemerkt. Und dann geht es zum letzten und wir können auch bestimmt schon erkennen, welcher das hier sein soll. Naja, man kann sich eigentlich denken, es bleiben ja nur noch zwei Bosse, glaube ich, übrig, theoretisch. Und einen davon gibt es hier nicht. Und zwar den von dem Turm der Götter, glaube ich. Den hätten die ruhig machen können. Ah, ich habe die Orientierung verloren. Okay, da lang müssen wir. Aus dem Weg! So! So! Schnell weg. Lassen wir ihn einfach mal da liegen. Wow, was war denn gerade mit meinem Denki bloß? Oh, ein riesiger Saal. Eine Halle voller Särge. Ich schlage vor, wir nehmen ein bisschen Anlauf. Und dann geht's ab mit Vollkaracho durch die Mitte. Wow, wow. Wuhu, das war doch cool. Die lasse ich da einfach mal. Okay, wartet mal. Ich muss jetzt hier auf den Schalter treten. Autsch. Okay, diesmal hat es nicht funktioniert. Ah, Hilfe. Ah, okay. Ja, hier müssen wir mal ein bisschen wieder hier denken. Oh mein Gott. Momentchen. Ich muss mal gucken. Mann, lass mich in Ruhe. Wie kann ich die denn hier... Ah, da ist Licht. Das Licht in die Sache bringen. Wir brauchen nämlich wieder ein Gewicht, das uns den Schalter dafür eine gewisse Zeit aktiviert hält. Ansonsten kommen wir nicht über diese Treppe hinüber. Verdammt. Hoffentlich wird der Schleim jetzt nicht wieder zu dem, was er mal war. Juhu, wir haben es geschafft. Boah, das ist aber ein langer Raum hier. Es gibt ja gar nicht. Und wieder durch die Mitte. Ah. So. Okay, jetzt müssen wir das Licht hier benutzen. So, da haben wir schon mal einen schön versteinert. Jetzt schnell den Schalter da aktivieren. Mein Gott, ist das ein Hin- und Hergerenne hier. Nein, ich will nicht darauf. Verdammt. So. Jetzt bleibt bloß da stehen, ey. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein. Ha, geil. Hab mich einfach nur auf eine Stufe gestellt und dann war ich oben. Hat Glück gehabt, ey. Naja, das war dieser Raum hier im Schnelldurchgang. Man hätte jetzt auch noch sich die Mühe machen können und alle tollen Gegner hier besiegen, aber das musste jetzt nicht sein. Wozu auch, muss ich sagen. So, wir haben jetzt noch den letzten Boss. Das müssen wir eigentlich noch in diesem Part schaffen, ja, auf jeden Fall. Das war ja eigentlich ganz okay. Den finde ich eigentlich ganz easy. Was brauchen wir denn dafür? Wir brauchen eigentlich gar nichts, außer unser Schwert und Schild. Wir nehmen das, was uns als Held zur Verfügung steht. Ah, ich brauche... Ah, ich muss zielen. Mann. So, schön, dass der Geist so schön wartet auf uns. So, Freddy. Come on. Bang, gegen die Wand. Und schon mal den aufladen und... Zack. Bang. Da haben wir schon mal die Zahl der Geister deutlich reduziert. So, das müssen wir jetzt hoffentlich nicht noch mal so oft machen. Komm schon! Yeah! Ich find's ganz einfach. Schwarz und weiß. Ah, ich habe vergessen, meine Attacke aufzuladen. Schnell, 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 schnell! Hinterher! Bam! Okay, sind noch 1, 2, 3, 4, 5 Stück sind übrig. Oh Mann, ich hoffe, ich schaffe das jetzt beim nächsten Mal. Nicht, dass wir noch einmal das Ganze hier machen müssen. Ich brauche Licht. Ah, mir geht ein Licht aus. Toll. Wird gerade... Ah, Feuer! Verdammt. Hier kann man auch gar nichts unterscheiden, ey. Sobald mich das Feuer erwischt hat, wird es farbig. Aber so ist es grau. Ein Mysterium, das wir wohl nie aufdecken werden in diesem Spiel. Boah, jetzt mit Vollkaracho gegen die Wand. Bam! Schön aufladen und... Komm, 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 komm! Ja.
Wo ist der Letzte? Wo ist der Letzte? Ja, wir haben es geschafft und werden wieder zurück teleportiert. Und dann öffnet sich bestimmt gleich die Master-Tür. Das ist die Tür in diesem Spiel. Das ist die ultimative Tür. Immerhin mussten wir 4 Bosse dafür besiegen. Boah. Da zerbröckelt sie. Sie öffnet sich nicht, sie zerbröckelt. So, Leute. Und, ja, ich glaube... Ich weiß gar nicht mehr, was jetzt hinter dieser Tür passiert. Ob wir jetzt noch ein bisschen laufen müssen oder nicht. Ich guck grad mal erstmal, was wir hier noch so in den Totenköpfen finden. Was die Leichen so in ihren Köpfen hatten. Gut, dann können wir jetzt hindurchschreiten durch diese Tür. Wir haben ja noch genug Zeit. Ich hoffe mal jetzt nicht, dass gleich Ganondorf hier kommt. Das wäre nämlich jetzt ein bisschen doof. Nein, wir müssen noch einen riesigen, eine riesige Treppe hier überwinden mit Gegnern, die uns jetzt hier nach und nach entgegenkommen. Aber der trifft mich. Gibt's doch nicht. So. Hinauf. Durch die Tür. Oh mein Gott, es wird schwarz. Ah, okay, wir befinden uns jetzt hier, okay, nochmal. Wir befinden uns jetzt hier wieder in so einer Art Masterraum oder so, keine Ahnung, wieder so ein Vorraum, in dem wir irgendwas tun müssen. Wir haben zu unserer Rechten eine Tür und wir haben zu unserer Linken eine Tür. Und ich frage mich, in welche Tür wollen wir jetzt gehen? Passiert was, wenn wir hier raufgehen? Nein, das ist wahrscheinlich der Teleporter, der uns zurückführt. Wir gehen einfach mal rechts, denn es heißt ja rechts vor links. Ha! Ah, okay. Ja, toll, da leuchten Lampen. Ja, ich will sie nicht alle angucken. Ich kann es auch so sehen. Gut, hier müssen... Oh. Mein Handy klingelt. Hey, Link. Bringe dir genau ein, was du in diesem Raum hier siehst. Die Muster an den Wänden sind der Schlüssel zu dem Rätsel, das dich erwartet. Also gib Acht, dass dir nichts entgeht. An den Wänden sind Muster? Ah. Okay. Ah, jetzt muss ich mir hier was merken, oder was? Gucken wir erstmal, was auf dem Stein hier steht. Die Schwerter, die meine Knechte in den Tiefen der Dunkelheit schwingen, weisen den Weg zu mir. Gut, also noch ein Hinweis hier, ein Hinweisschild. Was ist denn da unten? Heißt das, wir müssen jetzt hier runterspringen? Ich weiß nicht. Ich gehe erstmal in den anderen Raum gegenüber von uns, auf der rechten Seite, aber wir müssen uns jetzt das hier einprägen. Oh, das wird ja ein Spaß. Okay, erstmal den Wurm. Wurst Nummer 2, der Hummer oder was auch immer, Skorpion. Hummer, Wurm, Skorpion, danach Geist und danach die Pflanze. Wurm, Skorpion, Geist, Pflanze, Wurm, Skorpion, Geist, Pflanze. Merken, 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 merken. Wurm, Skorpion, Geist, Pflanze. Denn jetzt müssen wir uns nämlich hier in die Mitte stellen. Und eben diese Schalter hier aktivieren und genau in der richtigen Reihenfolge. Oh ja, ich vergesse es noch, wenn es so weitergeht. Mach hinne. Wurm, Skorpion, Geist, Pflanze. So war's doch, oder? Ich glaube schon. Gut, probieren wir es aus. Wurm. Skorpion. Oh, jetzt hätte ich fast die Pflanze erwischt. Geist und Pflanze. Los. Los, Boomerang, du bist dran. Zack, zack, zack. Kabam. Und schon öffnet sich ein Portal. Und das noch genau in der Zeit. Oh, da kommt das Schiff. Oha, hallo Boot. Mach hin, wir haben keine Zeit. Ganon ist also von hier aus wieder auf die Oberwelt gelangt. Ha, jetzt haben wir das Mysterium aufgedeckt. Link, machen wir uns doch denselben Weg, den Ganon bestritten hat, zunutze, um auf die Oberwelt zu gelangen. Solltest du also noch etwas aus der Welt oberhalb des Meeres benötigen, gehe an Bord des Bootes und steuere auf das Licht zu. Ja, das werden wir leider nicht brauchen. Was heißt leider? Wir werden es nicht brauchen, denn auf der Oberwelt gibt es ja nichts mehr, denn wir haben ja eigentlich alles schon geholt. Haha, wir haben die ganze Welt geplündert. Ich beende den Part jetzt mal schnell, denn er ist eigentlich schon fast vorbei. Bis dann, bis zum nächsten Part, Leute. Danke fürs Zuschauen. Ciao.